Dieser Mann heißt Anubis. Er ist der Gott des Todes und legt eine Feder auf die Waage der Gerechtigkeit. Dann greift er in die Brust von der Frau, entfernt ihr Herz und legt sie auf die Waage. Wenn es genauso viel wiegt wie die Feder, kommt die Frau in den Himmel, ansonsten wird sie für alle Ewigkeit in der Hölle brennen. Sie sagt, dass sie einmal Kindern an Halloween abgelaufene Süßigkeiten gegeben hat. Weil sie Anubis zum Lachen bringt, lässt er sie in den Himmel. Die Frau ist erleichtert. Dann kommt sie zum Tor der Unterwelt. Das Rolltor öffnet sich langsam. Die Frau drückt ihre Dankbarkeit aus und wird von der Katze in die Hölle geschubst. Nach kurzer Zeit kommt eine andere Frau. Ihr Name ist Lisa. Der Tod gibt ihr ein Zeichen, sich hinzusetzen. Als er nach ihrem Herz greifen will, wird er gestoppt. Sie gibt zu, dass sie keine gute Person war und dass ihr Herz schwerer sein muss als die Feder. Der Tod sagt ihr, dass sie ins Nichts gehen wird, weil sie im Leben an nichts geglaubt hat. Die Frau versucht immer noch, in die reale Welt zurückzukehren. Der Tod informiert sie, dass ihr Fleisch und ihre Organe schon verfault und begraben sind. In diesem Moment wird die Frau von einer mysteriösen Kraft herausgezogen. Anubis schaut dumm aus der Wäsche. Diese Geschichte zeigt uns, dass man dem Tod nicht trauen kann.